Die Audiobiografie einer Schraube. Von ihr selbst erzählt. Ich als Schraube trage auf dem Kopf eingeprägt die Bezeichnung Liebe 8G. Das hat was mit meiner Festigkeit zu tun. Hergestellt wurde ich so 1942 in Schwabach. Das ist in der Nähe von Nürnberg. Es bot sich deshalb auch an, dass ich zu den Zünderwerken geliefert wurde. Die Zünderwerke stellten Motorräder her, zum Beispiel die Zünderabgas 750. Der Name Riebe kommt von Richard Werkner. Also die Abkürzung hatte er bei den Schrauben auf den Kopf gestempelt. Und Zündapp kommt von Zündapp und Apparatbau. Das soll allen bekannt sein. Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück. Das gilt für den Menschen. Das steht bereits in der Bibel, in Genesis 3,1. Für mich als Schraube heißt es, aus Schrott bist du geschaffen und Schrott wirst du wieder werden. Ja, und die Menschen waren wahnsinnig aktiv in dieser Zeit, Schrott zu produzieren. Sie produzierten gute Sachen, sprengten sie, zerstörten sie, machten Schrott daraus und aus dem Schrott machten sie wieder neue Teile, als hätten sie nichts anderes zu tun. Meine Erzeugung bestand, indem der Schrott ausgiebig gekocht wurde. Ich habe natürlich keine Erinnerung daran, denn damals war ich noch keine Schraube. Aber alles, was in diesem großen Topf war, wurde geformt und irgendwann in eine Fabrik geliefert, als Draht. Und dort wurden wir dann kalt verformt, wie sie das nannte. Ich erhielt einen Kopf mit der Bezeichnung Riebe 8G. Ich bekam ein Gewinde und irgendwann landete ich dann in einer Kiste und diese Kiste wurde dann weitergeliefert. Sie nannten es Atramentieren. Das ergibt einen leichten Korrosionsschutz, denn Korrosion ist etwas, wo man sich vorfürchten sollte als Schraube. Das könnte das Ende bedeuten neben der Verschrottung. Aber ich kam schön schwarz wieder heraus und fertig war ich als Riebeschraube. Riebe 8G. Ich wurde verpackt, verladen und verschickt. Es ging zu den Zünderwerken. Wir sollten Bestandteil einer neuen Zünderabgas 750 werden. So um die 350 mechanische Verbindungselemente wurden benötigt, um eine Zünderabgas 750 zusammenzubauen. Die Herrlichkeit, der Rahmen, der Gepäckträger, der Motor, sie alle waren auf uns, die Weiblichkeit, angewiesen. Die Schraube, die Unterlagscheibe und die Mutter. Wir hielten sie zusammen, wie im normalen Leben bei den Menschen auch. In einer großen Fabrikationshalle, wo die Zünderabgas 750 Motorradgespanne zusammengebaut werden, da landeten wir. Es waren dort einige Leute beschäftigt, die hatten auf ihren Kittel ein SU aufgemalt. Das hieß Sowjetunion. Das waren russische Kriegsgefangene, die uns zusammenbauten. Und so angelte auch einer in meine Kiste, zog mich heraus und schob mich in eine Bohrung. Ich sollte ab jetzt den Haltebügel, den Rahmen und den Gepäckträger zusammenhalten. Ich bekam dazu noch eine Unterlagscheibe und eine Mutter und wurde dann von einem nicht sehr motivierten SU-Mann festgezogen. Nach einiger Zeit bekam ich auch noch etwas Korrosionsschutz, sprich Farbe, und so wurde aus mir nicht mehr die Schraube, die alleine lebte, sondern wir. Wir, die Zünderabgas 750. Und ich hatte meinen festen Platz. Es war warm, direkt über dem Auspuff. Ich war jetzt nicht mehr namenlos. Ich war jetzt Bestandteil einer Zünderabgas 750. Und ich wurde festgelegt auf der Ersatzteilliste mit Tafel 24, T24, B104. Also wurde ich ganz einfach benannt mit T24, B104. Ich hatte meinen festen Platz für längere Zeit. Über 20 Jahre habe ich an dieser Stelle meinen Dienst verbracht. Hin und wieder
wurde ich mal nachgeprüft und wir hatten an Bord unsere Zünder, einen doppelten Maulschlüssel und einen verstellbaren Schlüssel, denn es war immer nur ein Schlüssel da und mit dem verstellbaren konnte man dann gegenhalten. Das ging an für sich ganz gut und so ging ich in der ganzen Zeit auch nicht verloren, da man mich regelmäßig kontrolliert hatte. Ein kriegsuntauglicher junger Mann machte dann mit mir die Probefahrt aus dem Werk heraus und so 10 bis 12 Kilometer und kam dann zurück und hatte etwas zu norgeln hier und da. Das wurde dann noch richtig gemacht und dann ging es ab auf den Transport. Wir wurden auf offene Waggons verladen und es ging in Richtung Westen. Nach Frankreich hatte ich gehört und das war natürlich sehr aufregend für mich. Aber es war mein erster Dienstweg in den Krieg, den ich noch gar nicht kannte. Für uns als neue Zündapp war es ein Erlebnis. Wir fuhren mit der Bahn. Wir wurden transportiert, aber dann ging der Ärger auch schon los. Man schoss auf uns, Tiefflieger. Das war nicht so das Besondere. Überall war Schrott. Und wir hatten uns so darauf gefreut. Die erste Betriebsausfahrt der Wehrmacht. Aber sie ging 1944 in den Westen. Und da waren die Alliierten sehr fleißig mit der Produktion von Schrott. Viele von unseren Fahrzeugen, von unseren Zündabs wurden zerschossen, wurden zu Schrott. Kein Benzin mehr, wir blieben irgendwo stehen und schon kam ein Ami, kippte Benzin rein und fuhr mit uns weiter. Man malte uns dann noch kurz einen Stern auf und schon gehörten wir zur anderen Einheit. Nach einiger Zeit wurden wir irgendwo stehen gelassen und dann kam wieder die andere Feldpostnummer aus Deutschland und sie schwang sich wieder auf unseren Sattel, diesmal noch mit Benzin im Tank und fuhren wieder los. Tja, dann kamen wir in die Ardennen. Da war es hart. Es war kalt, Winter. Und irgendwann, tja, es ging immer nur zurück. Dann blieben wir stehen und wurden Beute. Beute von einem britischen Soldaten. Und er fuhr uns auch irgendwo auf seinen Platz, wo wir gesammelt wurden. Hiermit endete dann unsere Dienstzeit bei der Wehrmacht und als Kriegsgerät. Ab jetzt wurden wir zivil genutzt. Die Kapitulation. In Deutschland gingen erstmal die Lichter aus, aber langsam setzte sich alles wieder in Bewegung. Für mich als Zündapp war die erste Lichtgestalt, die auftauchte, ein Schornsteinfeger mit einem Zettel in der Hand, der ein Fahrzeug von den Briten zugeteilt bekam, um der Eifel die Kamine wiederkehren zu können. Das muss sein in Deutschland. Ohne Schornsteinfeger geht es nicht. Er fuhr etliche Jahre mit uns durch die Eifel und erledigte seinen Job. Aber mit der Zeit kam der Wohlstand. Überall liefen die Fabriken wieder an und bei VW produzierten sie ganz fleißig VW Käfer. So ein Auto brauchte er auch. Also bekam er eins, denn er verdiente ja ganz gut als Schornsteinfeger. Und er konnte damit gleichzeitig mit der Familie fahren. Unsere Wichtigkeit war vorbei. Wir wurden dann erstmal hinten im Garten abgestellt. Und nach 2-3 Wochen, da kam uns der Bauer Jakobs abholen. Er hatte Kühe und er musste immer seine Milchkannen ungefähr einen halben Kilometer bis zur Straße fahren. Das erledigte er nun mit uns, dem ollen Wehrmachtsgespann, wie er uns nannte. Der Motor ächzte am meisten. Er bekam überhaupt kein richtiges Öl. Nur 500 Meter fahren, wieder halten, abladen die Kannen und wieder zurück und bis zum nächsten Tag warten. So ging es bei uns bis Mitte der 60er Jahre. Dann wurde die letzte Kuh vom Hof getrieben und man brauchte uns auch hier nicht mehr. Wir wurden in der Scheune abgestellt und durften langsam dort vergammeln. Wir gammelten gemeinsam dahin. Ich als Riebeschraube hatte immer noch meinen Platz. Aber die Zeit änderte sich. Sie wurde lauter, bunter und auf einmal tauchten Langhaarige auf. Und unser Leben sollte sich wieder verändern. Wir, die Zündabkei 750, wurde von diesen Langhaarigen gesucht. Einer kam, verhandelte mit Jakobsen und er kaufte uns. Schleppte uns auf einem Anhänger nach Hause und hatte so ein kleines Team, mit dem er dann anfing, uns zu restaurieren, wie sie das nannte.
Wir sollten wieder original wie das Wehrmachtsgespann sein. Obwohl wir nur ein Jahr wirklich Wehrmachtsgespann waren, fing jetzt erst unser wirkliches Leben an. Heute, fast 80 Jahre, muss ich sagen, wir haben so viele Länder kennengelernt und ich als kleine Riebeschraube habe in irgendeiner Ecke an diesem Motorrad mir alles angesehen. Es war eine wunderbare Zeit. Bis jetzt. Jahrelang hatten wir ihm treu die Dienste gehalten. Er hat uns dafür gepflegt und gehegt. Der Langhaarige. Mittlerweile mit Geheimratsecken und Kurzhaarschnitt. Er hatte jetzt eine neue Idee. Er baute mich wieder aus. Und mit mir baute er etliche meiner Schraubenkollegen mit aus. Was hatte er vor? Er wollte uns einen besonderen Platz geben. Im Endeffekt wurden wir nochmal erhöht. Denn wir waren die Riebeschraube. Und wir sollten eine besondere Position bekommen. Als erstes wurden wir einmal gebohrt. Das machte natürlich nicht so viel Spaß. Wir wussten noch nicht, welchen Sinn es hatte. Aber dann lagen wir da. Dann wurden wir erhitzt. Denn er hatte die Idee, ein Zünderzeichen seitlich in unsere Flanke zu schlagen. Aber das ging nicht so ohne weiteres. Erst nachdem er uns enthärtet hatte, ging es. Dann bekamen wir seinen typischen Stempel HP eingeschlagen. Nach dem ersten leichten Vergolden wurde uns klar, wir sollten etwas Besseres werden. Wir erhielten eine Schatulle. Nein, nicht wir, sondern ich ganz allein für mich erhielt eine Schatulle, wo außen meine gesamten Daten drauf standen, wo ich montiert war, wo ich als mechanisches Befestigungselement meinen Dienst bei der Wehrmacht begonnen hatte, bei Zünder. Und jetzt war ich wieder separiert. Ich hatte meine eigene Dose, meine Erinnerungsdose, wo alle meine Daten drauf waren. Auf einem kleinen Blatt war mein gesamtes bisheriges Leben aufgezeichnet. Bis zu meiner Sonderrolle, wo ich hier in dieser Schatulle gelandet bin, als Erinnerungsstück. Ich, die Riebeschraube, hatte es ganz schön weit gebracht, fand ich. Viele, Tausende, Millionen sind verschrottet worden. Ich habe den Weg gefunden in diese Schatulle, als Erinnerungsstück. Mal sehen, wie es mit mir weitergeht. Irgendwo hat Peter die Absicht, mich an irgendeinen Freund weiterzugeben, der sich verdient gemacht hat um die Erhaltung der historischen Zündapp KS-750. Es war mein Leben als Schraube. Und jetzt bin ich in Ruhestand. Jetzt liege ich in einer Schatulle und genieße die letzten Jahre, bis irgendeiner mich dann doch entgoldet und verschrottet. Und dann, ja, da bin ich den Weg aller gegangen. Schrott warst du und zum Schrott wirst du wieder werden. Tja, wenn euch meine Geschichte gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Peter freut sich darüber. Bis dann. Tschüss.